Sag mal, hast du eigentlich mal diese Openings gesehen von Saturday Night Live? Das ist unfassbar. Woche für Woche, was die da raushauen. Ein Gag-Feuerwerk, Gag nach Gag auf höchstem Niveau. Warum ist das bei uns nicht möglich? Ja, Saturday Night Live, die haben die größten Weltstars, da arbeiten die besten Comedians der Welt, die machen das seit 40 Jahren. Das, ja, sowas kriegst du bei uns auch gar nicht hin. Kann ich nie gelten lassen. Wir haben Comedians, die füllen Stadien, ja, wir haben tausende Comedy-Serien, wir sind wirklich das Comedy-Land Nummer 1 in meinen Augen. Das muss doch möglich sein. So, Herr Ober, was können Sie denn empfehlen? Am besten ein anderes Restaurant. Na bitte, geht doch. And almost live from Berlin. It's new paradise. Almost live from Berlin. It's new paradise. With Karl Dahl, Detlef Buch, Albrecht Abraham Schuh, Musical Guests, Marathon Man and Royal Republic. And your hosts, Joko Winterscheid and Klaas Heufer-Umlauf. Ladies and gentlemen, Joko Winterscheid and Klaas Heufer-Umlauf. Aufpassen, wenn du ein bisschen so Scheiße baust, werden dir nur die Preise wieder abgenommen. Aber wunderbare Gäste haben wir heute bei uns, dann können wir direkt wieder klatschen, ja? Arthur Abraham Schuch, Detlef Buch, Karl Dahl und Royal Republic. So sieht's aus. Meine, hast du es mitbekommen? Der Wendler? Ja? Mann, ne? Was ein Arsch. Der Wendler. Der Wendler, ja. Dass der ein Arsch ist. Dass der ein Arsch ist. Das würde ich jetzt so nicht sagen. Dass also der Wendler ein Arsch ist, würde ich jetzt so nicht sagen. Nö. Ja, man weiß ja gar nicht. Also man kann ja mal sagen, was passiert sein soll, ja. Also da gab es irgendwelche Fans, die wollten Wendler-Café eröffnen und haben dann irgendwie 30.000 oder 40.000 Euro überwiesen, angezahlt, ja, für die Rechte. Und dann hat der Wendler danach gesagt, nö, dürft ihr doch nicht eröffnen und das Geld gibt's auch nicht zurück. Ja? Das ist das Gerücht, weiß man ja nicht genau. Aber zwei seiner größten Fans, ja, über den Tisch ziehen und abzocken, ne, das ist nicht die feine englische Art. Aber auf der anderen Seite, mit wem soll es sonst möglich sein, wenn nicht mit Wendler-Fans? Das stimmt. Ja, aber ich finde auch schön, wie so die Kollegen reagiert haben. Ich habe mal geguckt bei Facebook, einer meiner Lieblings-Facebook-Freunde ist ja Willi Herren. Mhm. Und Willi Herren hat gesagt, also der Wendler, ne, das ist ja also wirklich menschlich unterste Kanone. Aber Text und Musik finde ich nach wie vor sehr geil. Aber mir geht's eh. Ich finde, ja, John Lennon soll ja auch so ein Arschloch gewesen. Ich muss aber auch sagen, ich fand, der Wendler ist ein klasse Typ gewesen. Ne? Seit der Story, das ist ein bisschen wie bei Gaddafi bei mir, ne, als ich rausgefunden habe, dass der den Müll nicht trennt, vorbei. Ja, es war nicht das einzig Schlimme. Es sind total viele schlimme Sachen passiert. Der 48-jährige österreichische Society-Experte, der auf die Fresse gekriegt hat. Ja. Ja. Gut, wenn man jetzt erstmal nur so die Fakten hört, denkt man sich, ja, zu Recht. Ja, nee, aber tatsächlich, jetzt muss man sich mal, Dominik Heinzel, ja, so heißt er, hat richtig eine reingedonnert bekommen von Sido im ORF. Ja. Ich würde sagen, das ist eher eine amtliche Leistung von Sido. Wieso? Nach 10 Joints noch so treffsicher. Das ist auch geil, ne? Dass dann so der ORF oder die Polizei in Österreich jetzt, ne? So nach, der sitzt ja schon zum zweiten Mal da in der Jury, so rausbekommt, er könnte vielleicht gekifft haben hinter der Bühne. Ja, das ist jetzt das nächste Ding, was rauskommt. Ganz investigative Kommissare, ja, haben sich da so mit so einer Zeitung, wo so ein Loch drin ist, ja so hingesetzt und haben dann beobachtet, wie vielleicht Sido vielleicht ein bisschen vielleicht gekifft haben soll. Ja? Wenn mir jetzt noch einer erzählt, dass Ben Becker heimlich gerne mal ein Bier trinkt, ja, aber dann höre ich hier komplett auf. Ja? Das ist ja desillusionierend, wirklich. Aber es ist... wie soll man sagen? Letztendlich möchten wir ja hier nicht vermitteln, dass das okay ist. Denn Gewalt ist natürlich... keine Lösung. Absolut nicht. Und wir wollen uns das auch nicht verscherzen mit unseren österreichischen Freunden, denn vielleicht brauchen wir sie ja noch mal irgendwann in irgendeinem Krieg. Und... obwohl die paar, ne? Auch ja, egal. Naja, aber wir wollen hier das Gleichgewicht wiederherstellen und deswegen sagen wir, hier ist der... deutsch-österreichische Solidaritätszuschlag.
Ja, ein bisschen dicke aufgetragen. Ach, Quatsch. So, meine Damen und Herren, und dafür haben wir jetzt jemanden hier, der wird das Gleichgewicht in der Welt wiederherstellen. Hier, meine Damen und Herren, ist jetzt quasi im Austausch, ja, der deutsche Rapper Sido, der einem österreichischen Society-Typen auf die Fresse gehauen hat. Jetzt haben wir hier einen österreichischen Rapper. Mal gucken, was der macht. Hier ist Money Boy. Ja, dann. Ah! Okay, danke, ciao. Okay. Ah, ah, ah! Ah, aua, aua! Du kennst das, Lars, ne? Was muss, das muss. Ja, ich bin mir meiner Pflicht als Bürger bewusst. Ja, ich finde das vollkommen in Ordnung. Hör auf jetzt, Violetta. Ja, aber es gibt aber eigentlich keine schöne Rüberleitung, so wie du da liegst, ne? Wir kommen zu unserem ersten Beitrag in der Sendung. Bleib ruhig liegen, ne? Der Pickup-Artist, was jetzt aber nicht so zu verstehen ist, als dass man jemanden aufhebt, sondern vielmehr redet man beim Pickup-Artist von jemandem, der angräbt, ja, auf eine erotische Art und Weise. Man könnte fast sagen, ja, der Pickup-Artist ist jemand, der Weiber aufreißt. Liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer Spezialausgabe von Erotik aus Deutschland. Tja, Spezialausgabe, fragt ihr euch? Heute treffe ich mich mit einem Künstler, mit einem Verführungskünstler, der mir einmal beibringt, wie man Frauen richtig anspricht, wie man Frauen kennenlernt. Ich mache immer nur meine miesen kleinen Gags, aber heute lerne ich einen Meister der Verführung kennen. Ich bin aufgeregt wie ein junges Zirkuspferd vor den ersten Sprung durch einen Feuerreifen, denn gleich kommt Devil. Ich treffe mich nicht mit irgendeinem Stecher. Ich treffe einen Vollprofi mit Verführungspseudonym. Devil gibt Flirtseminare für viel Geld und seine Videos haben auf YouTube zehntausende Klicks. Hallo und willkommen beim Devil Method Basis Crashkurs. Du bist hier, um die Kunst der Verführung zu lernen. Du willst deine Ängste besiegen oder einfach nur bezaubernde, schöne Frauen ansprechen können, überall dort, wo du gerade bist. Okay. Ich zeige dir, wie du das kannst. Hey! Ah, servus. Hat geklappt. Cool. Hat geklappt. Du bist Devil. Ja, genau. Olli Schulz, ich bin froh, dass du gekommen bist heute. Wirklich, ich bin sehr glücklich. Ich würde auch gerne mal wirklich wissen, wie das funktioniert, Frauen kennenzulernen. Da habe ich im Internet eingegeben, Meister der Verführung. Und dann ist ganz oft der Begriff Pickup-Artist aufgetaucht, ja, den ich vorher nicht kannte. Kannst du mir erklären, was das ist, ein Pickup-Artist? Pickup-Artist kommt ja aus dem Englischen und bedeutet so viel wie Aufreißerkünstler. Im Grunde ist es jetzt aber Persönlichkeitsentwicklung. Es geht darum, dass man sich als Mann weiterentwickelt, sich festigt und dadurch interessanter wird und natürlich auch Frauen kennenlernt. Was ist das Ziel? Die Frauen kennenzulernen oder die flachzulegen, sag ich jetzt mal, gleich mit denen? Nee, genau das ist das Ding. Viele denken, es geht darum, du lernst viele Frauen kennen und legst sie flach. Es geht darum, andere Menschen zu bereichern. Du lernst eine Frau kennen, schenkst ihr tolle Emotionen, tolle Gefühle, du siehst dieses Glitzern in ihren Augen, du siehst, wie sie auflebt. Und das gibt dir doch auch ein tolles Gefühl. Du tust die ganze Zeit jetzt, als wenn du so Gandhi-mäßig drauf bist. Aber es geht doch eigentlich auch ein bisschen hierum, oder nicht? Okay. Jeder Mensch will Spaß. Und klar will ich auch irgendwann Sex. Okay. Sorry, ich habe gerade viel zu viel Banane. Ja, schon okay. Und jetzt gehen wir gleich irgendwo hin, wo so ein Jagdrevier ist. Hast du so ein Jagdrevier? Gibt es so was für ein Jagdrevier, wo man hingeht? Die ganze Welt. Ich möchte, dass das letzte Bild dieser Reportage ist, wie du mir zuwinkst und ich so mit zwei Mädels Arm in Arm die Einkaufspassage runtermarschiere. Ich mach das klar. Der Großmeister der Verführung zeigt mir, wie man Hokuspokus-Coitus eine Telefonnummer von einem Girl abchecken kann. Oder wie Devil es nennt, das Game. Denn für Pickup-Artists ist Aufreißen nur ein Spiel. Hütchenspieler der Lust. Und Devil will mir zeigen, wie das Spiel funktioniert. Ich bin mal gespannt, was der Devil jetzt drauf hat, ob ich jetzt echt was lernen kann. Ich habe noch nie jemanden angesprochen im Einkaufszentrum. Wäre mir mega peinlich. Einmal habe ich ihn mal angesprochen, die ist weggelaufen und hat gedacht, ich bin irgendwie so ein Sexkranker, der gerade entflohen ist. Entschuldigung, hast du hier irgendwo eine Post gesehen, hier oben? Oh, Achtung, er geht los, er legt los. Ist hier irgendwo eine Post? Post? Ja. Kommst du aus Berlin? Ich krieg Gänsehaut am ganzen Körper. Da, 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 da. Na, klappt das schon mal hervorragend, Mensch.
Entschuldigung, sag mal, bist du neuerdings, aber erst. Ah, okay. Ich suche heute Abend irgendwie einen Club zum Weggehen. Und ich suche heute Abend einen Club zum Weggehen. Also ganz ehrlich, Internet. Ich bin mich einer voller. Ich gucke im Internet. Da sind 1000 Clubs. Und gefällt dir Berlin? Ja. Ist eine aufregende Stadt, oder? Ja. Also, ich finde, man kann immer wieder irgendwas Neues erleben. Oh Gott, was der redet. Ich muss das Ding rausnehmen, ich will das nicht hören. High five. Schönen Tag noch. Ja, dir auch. Sie guckt, oh, guck mal, wie sie guckt jetzt. Oh, sie wäscht sich von die Hände ab. So. Hey, sag mal, kommt ihr aus Berlin? Sag mal, bist du Berlinerin? Entschuldigung, ich suche eine Post. Ich suche nur eine Post. Sag mal, hast du irgendwo eine Post gesehen? Ich find's toll, wie er das macht. Gefällt dir Berlin? Ja. Du rennst schon wieder weg. Was ist heute los? Was ist heute los, sagt er gerade erst. Die armen Mädchen. Ein Kumpel kommt heute aus Bayern und wir wollen irgendwie weggehen in einen Club oder eine Cocktailbar. Hast du irgendeine Idee? Also, was gibt's denn als einen geileren Upturner, als zu sagen, ein Freund kommt aus Bayern angeflogen? Das klingt ein bisschen wie eine Bedrohung, finde ich. Ich habe ihn wirklich mit Respekt empfangen. Ich habe hinterfragt seinen Job. Ich wollte wissen, wie das funktioniert. Aber was das jetzt hier gerade ist, ne, das ist heiße Luft, das ist ein Furz im leeren Raum, der extrem anfängt zu stinken, finde ich. Ich habe keinen Bock, dass ich jetzt die gleiche Scheiße mache wie der. Ich frag doch keine Frau, wo die Post ist und wo ein Club ist, weil ein Kumpel aus Bayern mit dem Flugzeug heute kommt und wir weggehen wollen. Und dann auf einmal kann ich eine Nummer haben. Das macht man doch nicht. Nein, das macht man doch nicht. Schäme ich mich zu Tode. Dann lieber noch 10-mal Schalzkowski auf den roten Teppich, bevor ich jetzt. Ach, High five. So, wir. Aber du hast den vergessen, ne? Was? Du, bis später. Ja, bis später. Wir sehen uns nach einer kurzen musikalischen Einlage. Ja, gerne. Jetzt sehen wir nämlich aus München eine wunderbare Band. Wir sind froh, Sie heute hier sind im Schrank, aus dem Schrank. Hier sind Marathonmann. Sag mal, weißt du, wo hier eine Post ist? Wo man diese kleinen viereckigen Dinge abgibt. Die früher mal eine E-Mail waren. Ja. So, meine Damen und Herren, jetzt kommt er hier tatsächlich. Er ist der Kurfürst des Blödelns, möchte ich sagen. Ja. Er ist sowas wie der Pate des Altherrenwitzes. Seit 5 Jahrzehnten frühstückt er 5 Gags ab. Und das macht er sehr, sehr gut. Ja. Wenn Frivolität eine Stimme hätte, sie würde seinen Namen singen. Hier ist Don Karl Dall. Schnell auf Ibiza. Das ist doch alles. Wie läuft das? Ist ja schön bei euch hier. Marvin Gilzer. Kennt ihr noch einer? 65 ist Schluss, Frau Gilzer. Ja? Kennt ihr noch einer? Hat früher die Buchstaben umgedreht bei Glücksrad, ne? Stimmt, das warst du, ja. Gibt es manchmal den Effekt, dass zum Beispiel Maren Gilzer, da lacht jetzt so die Hälfte, ne? Weil die anderen einfach nicht mehr wissen, wer das ist. Gibt es so, dass einem die Fans wegsterben? Kennen Sie das? Ja. Ja, das ist ein Problem. Schade, ja, ich kannte ja sehr viele und die gibt es nicht mehr. Inge Meisel, Grete Weiser,
Die kennen die alle nicht mehr hier, ja. Aber jetzt mal quasi das mal positiv formuliert, Sie können einfach schon jetzt auf eine lange Karriere zurückblicken. 50 Jahre, muss man eigentlich sagen, machen Sie das schon. Ja, eigentlich geht es ja, ich bin 71, sehe aber wesentlich jünger aus. Das stimmt. Ja, ja, absolut, Applaus. Nein, ein verdienter Applaus. Ich war schon in Ostfriesland der Klassenkasper, also ich lebe davon seit 45 Jahren. Und das heißt? Aber ich bin, so weit bin ich eigentlich noch nicht runter, dass ich hier auftreten müsste. Dass das ein Gefallen ist, den Sie uns tun, das haben wir natürlich vermutet, weil wer muss hier schon herkommen. Aber haben Sie gemerkt, dass Sie lustiger sind als andere? War das eher so ein Notverhalten, weil andere Sachen nicht geklappt haben? Oder war das einfach tatsächlich ein Talent, das obendrauf kam? Ich bin in Ostfriesland geboren. Ja. Nicht weit daher. Darf ich als Älterer dir das Du anbieten? Ja, gerne. Okay. Absolut. Ich heiße Carla und du? Ich heiße Klausi. Claudi. Ja. Und du? Jopi. Jopi. Jopi? Jopi. Achso, okay. Ich bin ein Jopi. Ostfriesland ist ja so ein Pflaster. Ich bin in Emmen geboren, in der gleichen Stadt, wo Otto Waalkes auch herkommt. Und der ist 7 Jahre jünger. Aber wir waren später in einer Klasse. Ach, das ist ja. Das ist gut. Und da braucht man das zum Überleben? Also ist das, weil ich, wie gesagt, ich komme aus Oldenburg, das ist ein bisschen die Ecke. Wir sind früher auf Oldenburgern zur Arbeit geritten. Man muss dazu sagen, dass ich heute noch. Das ganz. Die Oldenburger Pferde sind sehr bekannt. Ja, ich möchte das mal hier klarstellen. Graf Anton Günther hat uns vom Krieg gewartet. Die haben so einen schönen Schweif. Steh mal auf. Ja. Den kennen die Leute bereits. Was mich mal wirklich interessieren würde, ist, man fängt immer an, alles irgendwie in so Schubladen zu stecken und zu sagen, das ist irgendwie dieser Humor, das ist der Humor. Was würden Sie oder du, würdest du denn jetzt sagen, wie würdest du deinen eigenen Humor beschreiben? Einmalig. Ich habe ja schon aufgehört und gedacht, dass irgendeiner mal meine Lücke ausfüllt. Das mache ich jetzt wieder selbst. Ja? Ich stehe wieder auf der Bühne als Karl Dall der Oper. Ja. Dafür, da wollen wir doch drüber reden, nicht? Ja, da können wir gerne drüber reden. Wir können uns einen Ausschnitt anschauen. Wenn ich schon mit 12 angefangen hätte, dann könntest du auch einen Enkel. Wie alt bist du? Ich bin 29. 29 plus 12, das sind... Was, 29 plus 12, wie viele das sind? 41. Ja, und dann noch mal 12, nochmal weil 12? Der Enkel bist. 50? Ja. Ja. Habe ich also sehr spät haben bei mir die Besamungen eigentlich stattgefunden. Das freut mich, ja. Also offensichtlich erfolgreicher als der Pickup-Artist Devil, ja. Karl Dall, früher ohne Sprüche, im Einkaufszentrum viele Besamungen arrangiert, ne? Kann man sagen. Ja. Gut, wir haben gerade schon ein bisschen drüber gesprochen. Du hast angesprochen, der Oper, so heißt das Theaterstück, ja. Momentan gerade auf der Bühne. Und da können wir tatsächlich mal reinschauen. Das war der Tag, an dem mir klar war, wo ich stand in der Gesellschaft. Opa. Opa bleiben für immer. Als ich 8 war, hatte ich einen schlimmen Unfall mit meinem Schlitten. Ich bin den Berg runtergerodelt, konnte nicht mehr abbremsen und auf der Landstraße gelandet. Dort hat mich ein Lieferwagenfahrer erwischt. Ja, ich kann mich nur daran erinnern, dass ich 8 oder 9 Knochenbrüche hatte. Zum Glück hat mein Gesicht nichts abbekommen. Ja, noch mal ein paar Eckdaten jetzt für alle, die sich das gerne anschauen möchten. Ja, ich bin jetzt noch die ganze Woche hier in Berlin. Das sieht man aber auch woanders. Aber ich gehe auch durch Großdeutschland. Und hier bin ich noch bis zum 31. im Admiralspalast. Aber es wird eng. Hast du gerade gesagt, du gehst noch durch Großdeutschland? Ja, ich fahre noch nach Westdeutschland. Ach so. Ja, in Stuttgart. Und dann bin ich auch irgendwann im Ausland, in Bayern. Ja. Also wir machen richtig eine große Tour. Ja. Ja, so 100 Tage in 3 Wochen. Ja, okay. Ja. Das ist einiges, ja. Einiges auf dem Programm da, ne? Ja. Wenn man jetzt, ich setze mich ja nicht selbstgefällig in irgendein Fernsehstudio und stelle dumme Fragen. Ich bin ja noch aktiv. Ich gehe noch raus, ja. Ich kann es total verstehen. Sagen Sie, wer aus Ihrer Familie schämt es kommt sich? Kommt langsam. Ich probiere halt, das nicht ganz so unfreundlich zu formulieren, aber wer aus Ihrer Familie schämt sich am meisten für Sie? Nein,
Meine Geschwister, die fahren voll auf mich ab. Mein Bruder ist 3 Jahre älter, der war Professor. Okay, der war mal sauer, dass ich im Fernsehen gesagt habe, dass er bei seiner Abiturfeier in seine Schuhe reingekotzt hat. Aber ich erzähle nur Tatsachen, ja. Und meine älteste Schwester, die ist Ende 70, das ist der absolute Fan von mir. Was meinst du, warum die Hallen bei mir so voll sind? Die Familie kommt. Ja? Nein, es schämt sich keiner für mich. Wenn man jetzt so zurückschaut, gab es dann... Ja, genau. Apropos Blödelbade, ne? So, da wären wir auch schon wieder, ne? Wenn ich das jetzt 10 Mal machen würde, in 10 Wochen hintereinander, wäre ich auch wieder ein Blödelbade, ne? Ja, also aber vielleicht... du bist auf einem guten Weg. Ja, danke schön. Ich freue mich sehr. Zum Beispiel Rudi Carrell, der hat das ja sehr anders angegangen, ne? Der war ja ein sehr akribischer Vorbereiter. Du hast ja eher so sich so rein improvisiert in deine Fernsehkarriere. Ja. Und bist dann auch schon mal aneinander gerasselt mit Rudi Carrell. Ja, hört man, ne? Gab's da mal richtig Ärger? Ich bin so oft bei dem gewesen und bin dann in seinem Haus eingeschlafen, weil ich nicht mehr Auto fahren konnte. Und dann hat man irgendwann gemerkt, dass er so ein akribischer Arbeiter ist und ich mache das sehr mehr aus dem Ärmel so. Deswegen kann es auch sein, dass wir auch Krach bekommen. Ja? Dann heißt du Rudi. Ja? Ja. Du bist nämlich gut vorbereitet, also du musst es auch rüberbringen. Du musst es rüberbringen. Ja, ja, absolut. Ja, okay. Über die Straße am besten oder irgendwo hin. Genau. So ähnlich wie eigentlich der Pickup-Artist. Ne? Es reicht nicht, wenn man nur die Technik drauf hat. Es reicht nicht, wenn man die Steine hat. Man muss auch damit werfen können. Ne? So ist es. Oder? Ja. Nein, also ich habe eine Generalamnestie gemacht für alle Kollegen, die sich von mir... die noch leben und nicht mehr leben, die sich von mir angeschissen fühlen. Ich habe allen verziehen. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Wir sagen herzlichen Dank. Und der Opa, ja, das Theaterstück mit Karl Dahl. Herzlichen Dank erstmal. Ja, gerne sitzen bleiben. Das kann man sich jetzt anschauen. Ja, Karl Dahl ist uns nach wie vor erhalten. Der großartige Karl Dahl. Und jetzt schauen wir mal, was Olli Schulz gemacht hat mit dem Pickup-Artist. Hier ist Teil 2. Bitte sehr. Es geht darum, andere Menschen zu bereichern. Du lernst eine Frau kennen, schenkst ihr tolle Emotionen, tolle Gefühle und siehst dieses Glitzern in ihren Augen. Und du machst das klar, dass ich heute Abend nicht alleine hier von dem Set nach Hause gehe, von dem Dreh. Alles klar. Ja? Ich mach das klar, alles okay. Also die Übung wäre, dass ich die Frau frage, wo ist die Post? Wo ist ein Club? Kommt ein Kumpel aus Bayern, wir wollen heute Abend weggehen. Es geht darum, dass du vor allen Dingen diese Hürde überwindest. Das ist so das Erste. Deswegen geht es nach der Post. Ja. Merken sie erstmal, okay, er ist nicht gefährlich, er will nur wissen, wo die Post ist und dann ist er wieder weg. So, und dann vertieft man das Gespräch. Man hält die Leute erstmal fest bei sich. Also ich gehe hin zur Frau. Ja. Und dann sage ich, sorry, also eigentlich genau wie du eben. Sorry, weißt du, dass eine Bäckerei ist? Ja, könntest du machen. Du könntest direkt, was ich ganz gerne mache, dass ich mich direkt vor den Fernsehturm stelle und frage, wo der Fernsehturm ist. Das ist witzig. Und dann frage ich als nächstes, was, Sonntag? Eine Mutmaßung, die aber lustig ist, die was etwas impliziert. Du kannst auch sagen, dass sie Schweinehirtin ist in Brandenburg oder was auch immer. Ja. Hauptsache, es ist etwas Verrücktes. Irgendwas Verrücktes, sage ich dann. Und was, dann kriegt die Frau Lust. Na, es braucht ein bisschen Anziehung auf, weil es schon mal anders ist als alle anderen Typen. Okay. Hallo, wie geht's? Nichts los heute, ne? Genau, immer schön kommunikativ sein, ist schon mal gut. Entschuldigung, sind Sie Schweinehirtin aus Brandenburg? Ach nee, sorry. Ah. Mach dir keinen Stress. Ich mach mir überhaupt keinen Stress, ich bin mega entspannt. Denk dran. Weißt du, wo ich hier eine Schweinehirtin finde aus Brandenburg? Ich hoffe, hier ist keine Kamera. Aber ich Nein, hier ist keine Kamera. Wirklich? Ja. Ich finde mich auch gut. Dich aber auch, wie heißt denn du? Anna. Anne, ne? Ja. Halt durch, liebe Anne. Ach, wie schön. Ich habe dir meine Nummer mit reingeschrieben. Da kommt eine mit einer Brille. Und was soll ich zu dir sagen, wo die Post ist? Das kommt doch gar nicht aus dem Herzen, wenn ich dir jetzt frage, wo eine Post ist. Ich habe noch nicht mal einen Brief dabei. Entschuldigung, wisst ihr, wo hier ein Hautarzt ist? Die haben so eine empfindliche Entzündung am Bein. Und hast du einen Optiker gesehen? Oh Gott, das ist eine peinliche Frage. Ich suche eine Schlachterei. Seid ihr kriminell, Terroristen oder so? Ich brauche für heute Abend 250, ich will Mad Eagle machen. Ist Gofi eigentlich ein Hund? Hast du schon Mad Eagle gemacht mit Salzstangen rein? So kommt tierisch gut. Frische Brillen. Ach, ich hab's vermasselt. Tschüss. Guck mal, du hast eine Ausstrahlung. Halt die Schnauze, Devil. Was ist mit der jetzt links? Kannst du immer noch ansprechen, immer noch.
Jetzt. Hallo, ich bin Witzeerzähler beim Fernsehen. Kann ich einen Witz erzählen? Das ist ja meine neueste Kreation. Da ist so ein Zwerg, so ein kleiner Zwerg, und der läuft zum Zirkusdirektor, ne, weil er zum ersten Mal in seinem Leben auch in den Zirkus will. Und er geht zum Zirkusdirektor und meint: Herr Direktor, Sie müssen mich einstellen. Mit meiner Nummer wird Ihr Zirkus weltberühmt. Und dann fragt der Direktor so: Was können Sie denn? Und dann holt der Zwerg so einen riesigen Hammer raus und meint zu dem Direktor: Hauen Sie mir damit auf den Kopf, ich werde überleben. Und dann meint der Direktor: Wenn ich ihn damit auf den Kopf haue, sind Sie tot. Und dann meint der Zwerg: Nein, ich werde überleben. Und dann denkt sich der Direktor, da muss so ein Trick dabei sein, und nimmt den Hammer und haut dem Zwerg volle Pulle auf den Kopf. Der Zwerg bricht zusammen, Blut läuft ihm aus dem Kopf, der zuckt nur noch so vor sich hin und so, ne? Und dann hat er voll Panik, ruft einen Notarzt. Der Notarzt kommt vorbei, sammelt den Zwerg ein, bringt ihn ins Krankenhaus. Der Zwerg muss ein halbes Jahr in die Reha, Loch wird gestopft wieder, der lernt wieder neu gehen, lernt wieder neu sprechen. Nach einem halben Jahr ist er fertig, wieder topfit, kommt aus dem Krankenhaus rein, raus, läuft direkt zum Taxistand, fährt mit dem Taxi zurück zum Zirkus, läuft zum Direktor und meint: Voila. Ist der gut? Ja? Der war wirklich gut. Wenn so ein Typ wie ich dich hier ansprechen würde, würdest du ihm deine Telefonnummer geben mit so einem Witz? Total. Sogar. Du bist so cool. Ich habe dich immer gemocht. Ich ruf mal an. Ah, guck mal, du hast genauso ein altes Telefon wie ich. Ich ruf an. Cool. Ja, cool. Dann rufe ich dich nächste Woche mal an. Cool, dann rufe ich jetzt jeden Tag an, abends, zwischen 1 und 2. Okay. Tschüss. Tschüssi. Mach's gut, ne? Bau keinen Scheiß. Ich will ja nichts sagen, aber ich habe schon 2 Nummern abgestoppt, Devil, in 10 Minuten. Ja, ja. Bestattungsunternehmen soll hier irgendwo sein, so ein Discounter, so ein günstiger, so Mac-Bestattung. So. Eine Frage, was meinen Sie, wie viel Dynamit braucht man, um das Einkaufszentrum zu sprengen? Ich muss meine Oma schnell zur Seite, also ich habe nicht so viel Kohle auch. Ne? Ich bin Varieté-Künstler und brauche jemanden zum Zersägen, eine Frau zum Zersägen für heute Abend, für meine Show. Hätte einer von euch Lust, zersägt zu werden? Hallo? Ich habe Saunagutscheine. Hättet ihr Lust, vielleicht mit mir nackt in die Sauna zu gehen? Dann würden wir uns mal von Angesicht zu Angesicht angucken. Wäre das was für dich? Nee. Wir beide in der Sauna? Ach, du Schwein, das ist peinlich. Oh Gott, war das peinlich, ey. Ich habe keinen Bock mehr. Ey. Wir brechen die Scheiße ab. Wir brechen die Scheiße jetzt ab. Die hat mich so weggeschubst. Ich weiß nicht, ich habe mir irgendwie mehr versprochen davon. So Frauenanfragen hier, ich komme mit einem Freund, mit einem Mad Eagle angeflogen. Und so, das ist nicht meine Welt. Ich will jetzt auf damit. Ich finde, wir sollten schon noch ein bisschen drehen. Ich fand, es hat ja ganz gut funktioniert. Das hat überhaupt nicht funktioniert, du Penner. Ich weiß nicht, wo das funktioniert, aber hier, in der Großstadt, ne, ist das auf alle Fälle nicht das Richtige. Willst du ja weitermachen mit deinem Devil oder wieder heim, ja? Du bist jetzt nicht total down geworden. Nein, Quatsch, überhaupt nicht. Also, es hat ja Spaß gemacht und er ist ein cooler Typ und ich muss mir nichts vorwerfen. Ich weiß ja, was ich kann und von daher gar kein Thema. Raus, dann lese ich lieber ein gutes Buch allein zu Hause. Wie kommen wir aus der Nummer wieder raus? Ne? Dafür gibt es den Peinlichkeitsknopf. Sehr gut war das. Verkraftet ihr das nicht wirklich, was ich gesehen habe? Meine sehr verehrten Damen und Herren, vielleicht ist es so, ja, wenn man in der Stadt der Karl-May-Festspiele geboren wird, vielleicht macht man dann was mit Inszenierungen. Vielleicht ist es dann auch so, wenn man das dann macht, dass man einen der erfolgreichsten und aufstrebendsten deutschen Schauspieler mitbringt, weil man gerade an einem Projekt gearbeitet hat. Hier sind der Regisseur Detlef Niebuhr und der aufstrebende Schauspieler Albrecht Schuch. Zu die
gar nicht mehr ab jetzt, oder? Bitte. Nee, das ist, haha, die kann man so nutzen, das ist eine 3D-Brille. Komm doch bitte, Er hat mir das Detlef erklärt, das kommt durcheinander. Detlef, möchte bitte darüber, sagt er mal mir. Gesagt, aber und du möchtest bitte in die Mitte. Oh, ja. Ich mach mal hier. Sandwich, ne? Ah, Sandwich, das kenne ich aus der Schule. Ja. Ja, was für eine Schule warst du denn? Ja, auch genau so einer. Alles gut, ne? Ja, die kann man aber wirklich, die haben wir oft, wir haben die oft aufbehalten, wenn man die gesehen hat, wenn man 3D dreht. Und dann geht man raus und nutzt die so weiter. Das ist wie eine Sonnenbrille. Steht die auch, ungemein. Nee, steht ja jedem, kriegst du ja im Kino. Ja. Oder warst du noch nie im Kino? Ich habe tatsächlich erst einen einzigen Film in 3D gesehen. Avatar. Nee. Nee? Der letzte von Flucht der Karibik. Post? Der war original. Ich war aber geflasht. Für alle war das schon total neu und ich dachte so, boah! Und das war etwas überfordernd für die ganzen anderen Leute. Du, wir wollen aber nicht über mich reden, sondern über euch. Ihr habt einen Film im Kino für die Vermessung der Welt. Und ich habe sehr viel Interessantes über dich gehört. So Spatzen haben es erzählt, weil du musst eine sehr interessante Art und Weise haben, mit Leuten umzugehen. Weil Regisseure sind ja eigentlich die, die am Set sind und sagen so, mach das mal so, mach das mal so, mach das mal so. Und du bist eher so einer, der da wohl sitzt und gar nichts sagt. Und erst wenn es richtig scheiße läuft, laut wird. Mhm. Stimmt das? Ja, das stimmt. Kann ich sofort zustimmen. Also Lob ist nicht so seine Stärke oder macht er nicht gerne. Ich habe das immer als nordische Trockenheit übersetzt. Aber wenn das wirklich scheiße läuft, dann merkt man das doch übers ganze Set und darüber hinaus. Du hast eine Produktion da gehabt, die sehr, sehr teuer gewesen ist. 10 Millionen oder 10,5 Millionen habe ich gelesen. Ist das was so allgegenwärtig ist, wo man sich denkt, so, ach du Scheiße, diese Zahl setzt mich unter Druck. 10,5 Millionen, wenn ich das hier verkacke. Ist das die ganze Zeit anwesend bei dir? Wenn weiß nicht, wo wir in Ecuador gedreht haben, 150 Menschen drumherum. Und manchmal, wenn man morgens dann dahin fährt und sagt, jetzt wollen sie alle wissen, wie es weitergeht und du weißt es vielleicht nicht. Aber wir waren gut vorbereitet und du vergisst es eigentlich, weil du eigentlich so ein Programm hast, um da einfach durchzustoßen. Ja, letztendlich. Und ich habe wegen Regie für Jeremy Capone hat gespielt, ist Franzose und mein Französisch ist Latein. Und wer sagte mal Yeti-Regie? Ich mache immer nur und der spielt den Bonplan, fantastisch gespielt und er hat alles verstanden. Nur über ja, das ist so Lautmalerei. Und Finemäßig so ein bisschen. Ja, aber es ist deutlich. Jeder versteht es. Ja, jeder kann sein Französisch. Das war die Aufforderung. Vielleicht sollen wir mal kurz reinschauen, damit ihr wisst, wovon wir reden. Die Vermessung der Welt. Ein kleiner Ausschnitt. Noch ein 17-Eck. Noch eine nutzlose Pisse wie das hier. Und das Stipendium wird zurückgezahlt. Dafür sorge ich. Sie werden nicht einmal mehr die Scheiße berechnen, die das hier produziert. Und das ist eine Menge Scheiße. Was ist so schlimm an Deutschland? Nichts, Eure Hoheit. Aber ich möchte mein Leben der Wissenschaft weihen. Ich werde dich lehren, einen Lehrer mit dummen Fragen zu behelligen! Dein Vater bringt dabei Karten zu Berg, oder was? Die Vermessung der Welt, ab heute tatsächlich im Kino. Ne? Ja, ab heute im Kino. Und was interessant ist, ihr hattet einen Kameramann dabei, der hat auch Black Hawk Down, glaube ich, gedreht und hier einen der Harry Potter Teile. Holt man sich so jemanden, weil man diesen amerikanischen Look will? Weil wir haben ja auch Top-Kameraleute hier in unserem Land. Oder weil man internationaler damit ist? Ich habe mit dem Itzhak Männerpension schon gedreht und ich wusste, dass er nach Harry Potter sagte, er muss ja nur CGI-Material drehen. Und er hat Bock, er malt fast mit, das sieht man dann aber im Kino noch mehr, mit den Bildern. Und er hatte Bock auf die Geschichte und er hat 3D gedreht vorher. Also war ich dann sicher, er weiß, was er will oder tut, sagen wir so. 3D, quatsch mal gleich noch mal kurz drüber. Bei dir würde mich interessieren, du bekommst die Anfrage, Detlef Buck dreht einen Film, Vermessung der Welt, du spielst in Humboldt, denkt man sich dann so, fuck yeah, oder denkt man sich erstmal so, wer war Humboldt? Sehr gut. Sowohl als auch. Also ich wusste es vorher tatsächlich nicht. Ich wusste, wie wahrscheinlich sehr viele aus Berlin, dass es die Humboldt-Uni gibt. Das geht mir genauso. Und ansonsten dachte ich natürlich, ja, sofort, los geht's. Ist das Mikro kaputt, höre ich gerade übers Ohr? Du kannst ja hier mit reinsprechen. Oh, dann machen wir das nochmal. Meins? Kommen wir einfach nochmal rein. Ne? Ja. Mein Mikro oder sein Mikro? Siehst du, man kann das nicht nochmal machen. So, was jetzt? Nimm einfach das Mikro, lass ich mir gerade sagen. Aber wie bereitet man sich denn darauf? Hast du dann tatsächlich einfach tausende Bücher gelesen oder ist es nicht vielleicht auch leichter, sich einfach am Set vom Chef anbrüllen zu lassen, einfach, wenn es falsch ist? Also das gehört zur Vorbereitung dazu, dass ich natürlich viel Material vorher studiert habe. Dazu gehört auch, dass ich auf Schloss Tegel war, wo man tatsächlich
Schloss Langeweil genannt. Also sein Geburtsort, wo er groß geworden ist und aufgewachsen ist. Aber irgendwann, weil es ja so viel Literatur gibt, habe ich mir natürlich irgendwann gesagt, stopp. Jetzt reicht's. Man kann nicht alles lesen und schafft es auch nicht und vor allem nicht in der kurzen Zeit. Das heißt, ich habe mir dann versucht, so ein bestimmtes Arsenal an Repertoire, an Ideen aus der Lektüre zusammenzuschaffen und der Rest passiert dann auf dem Set. Und dann geht ihr hin und macht das. Ich glaube, es gab noch gar keine richtige deutsche Produktion in 3D vorher, oder? Pina, also das war aber ja die Dokumentation von Wim und dann gab es einen Kinderfilm, aber letztendlich ist der echte real gedrehte und das was besonders halt im Dschungel, also im Amazonasgebiet da letztendlich. Hat das aber für mich Sinn gemacht, wenn man sagt, man hat so einen Mehrwert im Kino, weil man so begehbare Bilder hat. Das fand ich einfach super. Wo waren ihr da in Ecuador? Wir waren in Coca. Koka. Ja, an der Grenze zu Kolumbien war viel Koks da auch. Ne? Natürlich. Ja, lag auch. Es wurde gedealt. Lag da auf der Straße. Doch. Ja, einmal war es auf der Straße gelegen, ja. Man hatte dann doch. Wie verhält man sich da? Der Itziak hatte da schon mal gedreht mit Meg Ryan und Russell Crowe. Und damals hatten die immer Angst vor Entführung. Wir nicht. Wir nicht. Habt ihr dieses Ayahuasca-Zeug mal angeboten bekommen? Da warst du ja auch. Ja, oder? Ja, ich war da auch. Ja, ja, ja. Er hat's genommen. Hast du? Ja. Wirklich? Und bist ja. du jetzt mir verrückt? Verwehrt? Du warst doch feige. Ich war nicht feige, dieser Medizinmann kam an und hat gesagt, du bist noch nicht so weit. Und ich fahr wieder nach Hause. Ich muss das bezeugen, er durfte nicht. Er durfte nicht. Ja, ja. Und er hat Spanisch mit mir gesprochen, ich habe kein Wort verstanden. Ich so, si. Und hab dann in dem Moment aber abgelehnt, dass ich es halt nicht nehmen möchte. Und das war mir aber nicht bewusst. Aber weil du Angst hattest. Ja, ich meine, du wusstest wahrscheinlich nicht, worauf du dich einlässt. Also zumindest hatte ich keinen Spanier, den ich nicht verstanden habe. Das finde ich ja krass, dass du hingehst und nicht weißt, was du nimmst. Also ich mich aber erklär doch mal ganz kurz, was eigentlich ist. Ja, Ayahuasca ist so aus so einem Baumrinden-LSD. Das wird aus der Baumrinde geschürft, das wird aufgekocht mit tausend anderen Sachen und dann nimmt man das. Das ist so eine eklige, braune, erdige Flüssigkeit. Ne? Ja. Und die schluckst du und dann ist Karneval. Nö, nicht. Ich habe sie nicht genommen. Aber erzähl mal, das interessiert mich jetzt tatsächlich. Also das ist ja spannend. Ja. Hier kannst du wir haben es nach 22 Uhr, du musst mehr in die Keule springen. Oh, verstehe, ja. Alles klar. Das sind schon feine Bilder, die man da sieht. Es heißt immer, das sagen die ganzen Indianer, dass man sein für sich bestimmtes Tier, also wenn man als Tier leben würde, sieht in dieser Session. Und was bist du für eins? Wolf. Ah ja. Ja. In Ecuador. Also zumindest habe ich Wölfe gesehen, bitte? In Ecuador ein Wolf. Ja. In Ecuador ein Wolf. Ja. Why not, meine Güte? Warum denn nicht? Und klar, was wäre so ein Igel? Ich wäre wahrscheinlich Mad-Igel-mäßig. Mad-Igel wäre ich. Ja. Aber ist das dann nicht absurd? Ich meine, kommst du dann ans Set am nächsten Morgen und sagst, du, heute bin ich nicht gut drauf, ich habe einen leichten Kater, ich habe gestern was genommen? Oder? Ja, ich habe mir schon Mühe gegeben, das nicht während des Drehs zu machen. Ich habe das dann im Nachhinein gemacht. Mühe gegeben? Naja, es war nach Drehschluss. Also am Ende des Drehs, nachdem alle abgereist sind, habe ich noch 10 Tage allein im Dschungel verbracht. Und fantasiert. Über die Wölfe. Einfach ein bisschen runterkommen. Und die Mad-Eagle. Einfach ein bisschen runterkommen, 10 Tage und dann war alles wieder gut. Reisen bildet. Darum geht das ja. Letztendlich, das ist schon eine Bildungsreise, letztendlich dann auch immer. Die Vermessung der Welt ab heute in den Kinos. Du bist zu sehen, du hast Regie geführt. Ich denke, man sollte reingehen. Sofort, wenn die Sendung vorbei ist. Es ist auf jeden Fall besonders. Außerdem ist es Albrechts erste große Rolle. Erste Talkshow hier. Heute. Erste Talkshow, ne? Allerdings, ja. Sehr gut geschlagen. Also, da muss ich sagen, meine erste Sendung war beschissener. Na, sehr gut. Albrecht, Detlef, lieben Dank, die Vermessung der Welt. Ab heute im Kino. Ich hab's auch genug gesagt, glaube ich. Ihr könnt gerne sitzen bleiben. Ja, wir haben jetzt... Ich bin hier wirklich, ne? Ich glaube, das ist wirklich so eine... Ich glaube, es ist wirklich so eine hierarchische Verschiebung. Ne? Da habe ich einmal bei dir im Film einen Tag mitgespielt und seitdem scheißt du mich auch zusammen, ne? Wie deine ganzen Schauspieler. Selbst wenn du jetzt mal bei mir zu Gast bist. Ne? Ich bin jetzt derjenige, der hier Leute zusammenscheißt. So, jetzt hören wir alle Musik, weil ich das will. Zum Munju, ich möchte darauf hinweisen, dass das nun Ausgeführte etwas expliziter ist. Leichtgemütige Menschen sollten vielleicht nicht hinhören. Hier kommen Aufzeichnungen aus dem Kellerloch. Das ist auch für mich eine gute Prüfung, dass
Leute wirklich jetzt nur wegen meiner Stimme sich hoffentlich umdrehen. Okay, also ich musste dann schon draufdrücken. Machen wir uns nichts vor, Fernsehen ist die unmenschlichste Scheiße, die es auf diesem Planeten gibt. Erst recht dann, wenn uns vorgegaukelt wird, dass es um Talente geht und um Stars und Sternchen, die erkoren werden sollen. Auf irgendeiner Plattform, die sich Castingshow nennt. RTL hat es 10 Jahre lang vorgemacht. In Zeitlupe immer wieder auf und ab gezeigt, wie diese Mindertalente plärren und tanzen und sich lächerlich machen und abgeurteilt werden. Irgendwann aber sind wir schrecklich moralisch geworden und haben dem Bohlen vorgeworfen, der doch eigentlich der Ehrlichste war, weil er die Haltung der Industrie verkörpert hat. Er sei ein Arschloch, er wäre ungerecht. So dürfe man Menschen nicht vorführen. Und da ist ProSieben in die Bresche gesprungen und sagt, das ist alles ein bisschen zu kalt und zu grausam. Wir wollen mehr Menschlichkeit. Wir haben auch Joko und Klaas im Portfolio. Also holen wir noch ein paar andere Halbdebile wie Neymar und Xavier Naidoo und Hossboss Boschoss. Es wurde sogar in The Voice getan, als würde man unterscheiden können, rückwärts zu den Talenten sitzend, ob sie gerade singen oder furzen. Aber natürlich hab ich's nicht geglaubt, weil ich wusste, dass ProSieben, RTL, Sat1, ZDF, ARD alle nur denselben Scheiß im Kopf haben. Die wollen nämlich Kohle machen. Denn wenn die Quote nicht mehr stimmt, dann interessiert auch das Talent nicht mehr. Dann ist mit Choice Voice ganz schnell Schluss. Und ob gekuschelt wird oder gemobbt, das interessiert doch keine Sau, weil's überall dieselbe verlogene Kacke ist, um die es geht. Jetzt kommen wir zu einer Band, die machen eine sehr ungewöhnliche Tour, gerade eine Non-Boozing-Tour, nennen sie das selber. Sie trinken nicht, ungefähr 150 Termine spielen sie jedes Jahr, das heißt, da wird sehr viel getrunken. Jetzt sind sie gerade auf einer 80 Termine umfassenden Europa-Tournee, kein Alkohol, so auch heute hier. Sie sind stocknüchtern, Royal Republic, ein sehr seltener Anblick. Meine sehr verehrten Damen und Herren, sie spielen von ihrem aktuellen Album, das ist dieses hier, meinen absoluten Lieblingssong, Everybody Wants to be an Astronaut. Bitteschön. Everybody wants to be, everybody wants to be, everybody wants to be.
nicht schlecht, ne? Ja, Royal Republic, thank you very much. Thank you very much. Sind auf Tour, habe ich, glaube ich, schon gedacht. Ja, so. Genau. Nächste Woche haben wir keine geilen Gäste. Wir haben eine unsichtbare Sendung nächste ja, Woche. Ja, nein, wir haben tatsächlich gar keine Sendung nächste Woche. Und nicht etwa, weil wir jetzt dann doch abgesetzt wurden, sondern weil Feiertag ist nächste Woche. Deswegen gibt es keine Sendung. Aber dann, ja, scheiße ist das, ne? Genau, für uns auch. Wir wissen auch nicht, was wir machen sollen. Aber danach die Woche, da sind wir wieder da. Wer da bis dahin noch ab oder zu sagt, keine Ahnung. Aber das ist super. Ja, seid auf jeden Fall mit dabei. Wir sagen herzlichen Dank an zum Beispiel Karl Dahl. Albrecht Schoch an der Royal Republic. Danke an Violetta. Bock, eben, der malt fast mit, das sieht man dann aber im Kino noch mehr, mit den Bildern, und er hatte Bock auf die Geschichte und er hat 3D gedreht vorher. Also war ich dann sicher, er weiß, was er will oder tut, sagen wir so. 3D, quatsch mal gleich noch mal kurz rüber, weil die würde mich interessieren. Du bekommst die Anfrage, Detlef Buck dreht einen Film, Vermessung der Welt, du spielst in Humboldt. Denkt man sich dann so, fuck yeah? Oder denkt man sich erstmal so, wer war Humboldt? Sehr gut. Sowohl als auch. Also ich wusste es vorher tatsächlich nicht. Ich wusste, wie wahrscheinlich sehr viele aus Berlin, dass es die Humboldt-Uni gibt. Das geht mir genauso. Und ansonsten dachte ich natürlich, ja, sofort, los geht's. Ist das Mikro kaputt, höre ich gerade übers Ohr? Du kannst ja hier mit reinsprechen. Oh, dann machen wir das nochmal. Meinst du, kommen wir einfach nochmal rein. Ne? Ja. Mein Mikro oder sein Mikro? Siehst du, man kann das nämlich nicht nochmal machen. So, was jetzt? Nee, nimm einfach das Mikro, lass ich mir gerade sagen. Aber wie bereitet man sich denn darauf? Hast du dann tatsächlich einfach tausende Bücher gelesen? Oder ist es nicht vielleicht auch leichter, sich einfach am Set vom Chef anbrüllen zu lassen, einfach, wenn es falsch ist? Also das gehört zur Vorbereitung dazu, dass ich natürlich viel Material vorher studiert habe. Dazu gehört auch, dass ich auf Schloss Tegel war, wo man tatsächlich Schloss Langeweile genannt, also sein Geburtsort, wo er groß geworden ist und aufgewachsen ist. Aber irgendwann, weil es ja so viel Literatur gibt, habe ich mir natürlich irgendwann gesagt, stopp, jetzt reicht's. Man kann nicht alles lesen und schafft es auch nicht, und vor allem nicht in der kurzen Zeit. Das heißt, ich habe mir dann versucht, so ein bestimmtes Arsenal an Repertoire, an Ideen aus der Lektüre zusammenzuschaffen, und der Rest passiert dann auf dem Set. Und dann geht ihr hin und macht das. Ich glaube, es gab noch gar keine richtige deutsche Produktion in 3D vorher, oder? Pina, also das war aber ja die Dokumentation von Wim, und dann gab es einen Kinderfilm, aber letztendlich ist der echte real gedrehte, und das, was besonders halt im Dschungel, also im Amazonasgebiet da letztendlich. Hat das aber für mich Sinn gemacht, wenn man sagt, man hat so einen Mehrwert im Kino, weil man so begehbare Bilder hat. Das fand ich einfach super. Das, wo wart ihr da in Ecuador? Wir waren in Coca. Coca? Ja, an der Grenze zu Kolumbien war viel Koks da auch. Ne? Natürlich. Ja, lag auch, es wurde gedealt. Lag da auf der Straße. Doch. Ja, wirklich? Einmal war es auf der Straße gelegen, ja. Man hatte dann doch. Wie verhält man sich da? Der Itziak hatte da schon mal gedreht mit Meg Ryan und Russell Crowe, und damals hatten die immer Angst vor Entführung. Wir nicht. Wir nicht. Habt ihr dieses Ayahuasca-Zeug mal angeboten bekommen? Da warst du ja auch. Ja, ja, ich war da auch. Ja, 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 er hat's genommen. Hast du? Ja. Wirklich? Ja. Und bist du jetzt verrückt? Mir verwehrt. Du warst doch feige. Ich war nicht feige, dieser Medizinmann kam an und hat gesagt, so, du bist noch nicht so weit. Und ich fahr wieder nach Hause. Ich musste das Zeug, er durfte nicht. Er durfte nicht. Ja, ja. Und ich habe aber, er hat Spanisch mit mir gesprochen, ich habe kein Wort verstanden. Ich so, si. Und hab dann in dem Moment aber abgelehnt, dass ich es halt nicht nehmen möchte. Und das war mir aber nicht bewusst. Aber weil du Angst hattest. Ja, ich meine, du wusstest wahrscheinlich nicht, worauf du dich einlässt. Also zumindest hatte ich keinen Spanier, den ich nicht verstanden habe. Dass ich im Fernsehen gesagt habe, dass er bei seiner Abiturfeier in seine Schuhe reingekotzt hat. Aber ich erzähle nur Tatsachen, ja. Und meine älteste Schwester, die ist Ende 70, das ist der absolute Fan von mir. Was meinst du, warum die Hallen bei mir so voll sind? Die Familie kommt. Ja? Nein, es schämt sich keiner für mich. Wenn man jetzt so zurückschaut, gab es dann... Ja, genau. Apropos Blödelbade, ne? So, da wären wir auch schon wieder, ne? Wenn ich das jetzt 10-mal machen würde, in 10 Wochen hintereinander, wäre ich auch wieder ein Blödelbade, ne? Ja, also aber du bist auf einem guten Weg. Ja, danke schön. Ich freue mich sehr. Zum Beispiel Rudi Carrell, der hat das ja sehr anders angegangen, ne? Der war ja ein sehr akribischer Vorbereiter. Du hast ja eher so sich so rein improvisiert in deine Fernsehkarriere. Ja. Und bist dann auch schon mal aneinander gerasselt mit Rudi Carrell. Ja, hört man, ne? Gab es da mal richtig Ärger? Ich bin so oft bei dem gewesen und bin dann in seinem Haus eingeschlafen, weil ich nicht mehr Auto fahren konnte. Und dann
Dann hat man irgendwann gemerkt, dass er so ein akribischer Arbeiter ist und ich mache das ja mehr aus dem Ärmel so. Deswegen kann es auch sein, dass wir auch Krach bekommen. Ja? Dann heißt du Rudi. Ja? Du bist nämlich gut vorbereitet, aber du musst es auch rüberbringen. Du musst es rüberbringen. Ja, absolut. Ja, okay. Über die Straße am besten oder irgendwo hin. Genau. So ähnlich wie eigentlich der Pickup-Artist. Ne? Es reicht nicht, wenn man nur die Technik drauf hat. Es reicht nicht, wenn man die Steine hat. Man muss auch damit werfen können. Ne? So ist es. Oder? Nein, also ich habe eine Generalamnestie gemacht für alle Kollegen, die sich von mir, die noch leben und nicht mehr leben, die sich von mir angeschissen fühlen. Ich habe allen verziehen. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Wir sagen herzlichen Dank. Und der Opa, ja, das Theaterstück mit Karl Dahl. Herzlichen Dank erstmal. Ja, könntest gerne sitzen bleiben. Das kann man sich jetzt anschauen. Ja, Karl Dahl ist uns nach wie vor erhalten. Der großartige Karl Dahl. Und jetzt schauen wir mal, was Olli Schulz gemacht hat mit dem Pickup-Artist. Hier ist Teil 2. Bitte sehr. Es geht darum, andere Menschen zu bereichern. Du lernst eine Frau kennen, schenkst ihr tolle Emotionen, tolle Gefühle, siehst dieses Glitzern in ihren Augen. Und du machst das klar, dass ich heute Abend nicht alleine hier von dem Set nach Hause gehe, von dem Dreh. Alles klar. Ja? Ich mach das klar, alles okay. Also die Übung wäre, dass ich die Frau frage, wo ist die Post? Wo ist ein Club? Kommt ein Kumpel aus Bayern, wir wollen heute Abend weggehen. Es geht darum, dass du vor allen Dingen diese Hürde überwindest. Das ist so das Erste. Deswegen geht es nach der Post. Ja. Dann merken sie erstmal, okay, er ist nicht gefährlich, er will nur wissen, wo die Post ist, und dann ist er wieder weg. So, und dann vertieft man das Gespräch. Man hält die Leute erstmal fest bei sich. Also ich gehe hin zur Frau. Ja. Und dann sage ich, sorry, also eigentlich genau wie du eben. Sorry, weißt du, dass eine Bäckerei ist? Ja, könntest du machen. Du könntest direkt, was ich ganz gerne mache, dass ich mich direkt vor den Fernsehturm stelle und frage, wo der Fernsehturm ist. Das ist witzig. Und dann deutsch-österreichische Solidaritätszuschlag. Ja, bisschen dicke aufgetragen. Ach, Quatsch. So, meine Damen und Herren, und dafür haben wir jetzt jemanden hier, der wird das Gleichgewicht in der Welt wiederherstellen. Hier, meine Damen und Herren, ist jetzt quasi im Austausch, ja, der deutsche Rapper Sido, der einem österreichischen Society-Typen auf die Fresse gehauen hat. Jetzt haben wir hier einen österreichischen Rapper. Mal gucken, was der macht. Hier ist Money Boy. Ja, dann. Ah! Okay, danke, ciao. Okay. Ah, ah! Ah! Ah, aua, aua! Du kennst das, Lars, ne? Was muss, das muss. Ja, ich bin mir meiner Pflicht als Bürger bewusst. Ja, ich finde das vollkommen in Ordnung. Hör auf jetzt, Violetta. Ja, aber es gibt aber eigentlich keine schöne Rüberleitung, so wie du da liegst. Ne? Wir kommen zu unserem ersten Beitrag in der Sendung. Bleib ruhig liegen. Ne? Der Pickup-Artist, was jetzt aber nicht so zu verstehen ist, als dass man jemanden aufhebt, sondern vielmehr redet man beim Pickup-Artist von jemandem, der angräbt, ja, auf eine erotische Art und Weise. Man könnte fast sagen, ja, der Pickup-Artist ist jemand, der Weiber aufreißt. Liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer Spezialausgabe von Erotik aus Deutschland. Tja, Spezialausgabe, fragt ihr euch? Heute treffe ich mich mit einem Künstler, mit einem Verführungskünstler, der mir einmal beibringt, wie man Frauen richtig anspricht, wie man Frauen kennenlernt. Ich mache immer nur meine miesen kleinen Gags, aber heute lerne ich einen Meister der Verführung kennen. Ich bin aufgeregt wie ein junges Zirkuspferd vor den ersten Sprung durch einen Feuerreifen, denn gleich kommt Devil. Ich treffe mich nicht mit irgendeinem Stecher. Ich treffe einen Vollprofi mit Verführungspseudonym. Devil gibt Flirtseminare für viel Geld und seine Videos haben auf YouTube zehntausende Klicks. Hallo und willkommen beim Devil Method Basis Crashkurs. Du bist hier, um die Kunst der Verführung zu lernen? Du willst deine Ängste besiegen? Oder einfach nur bezaubernde, schöne Frauen ansprechen können? Überall dort, wo du gerade bist? Okay. Ich zeige dir, wie du das kannst.
Hey. Ah, servus. Hat geklappt. Cool. Hat geklappt. Du bist Devil. Ja, genau. Olli Schulz. Ich bin froh, dass du gekommen bist heute. Wirklich, ich bin sehr glücklich. Ich würde auch gerne mal wirklich wissen, wie das funktioniert, Frauen kennenzulernen. Da habe ich im Internet eingegeben, Meister der Verführung. Und dann ist ganz oft der Begriff Pickup-Artist aufgetaucht. Ja. Den ich vorher... Ey, also, ich musste dann schon draufdrücken. Machen wir uns nichts vor, Fernsehen ist die unmenschlichste Scheiße, die es auf diesem Planeten gibt. Erst recht dann, wenn uns vorgegaukelt wird, dass es um Talente geht und um Stars und Sternchen, die erkoren werden sollen. Auf irgendeiner Plattform, die sich Cast Show nennt. RTL hat es 10 Jahre lang vorgemacht. In Zeitlupe immer wieder auf und ab gezeigt, wie diese Mindertalente plärren und tanzen und sich lächerlich machen und abgeurteilt werden. Irgendwann aber sind wir schrecklich moralisch geworden und haben dem Bohlen vorgeworfen, der doch eigentlich der Ehrlichste war, weil er die Haltung der Industrie verkörpert hat. Er sei ein Arschloch. Er wäre ungerecht. So dürfe man Menschen nicht vorführen. Und da ist ProSieben in die Bresche gesprungen und sagt, das ist alles ein bisschen zu kalt und zu grausam. Wir wollen mehr Menschlichkeit. Wir haben auch Joko und Klaas im Portfolio. Also holen wir noch ein paar andere Halbdebile wie Neymar und Xavier Naidoo und Hossboss Boschhoss. Es wurde sogar in The Voice getan, als würde man unterscheiden können, rückwärts zu den Talenten sitzend, ob sie gerade singen oder furzen. Aber natürlich hab ich's nicht geglaubt, weil ich wusste, dass ProSieben, RTL, Sat1, ZDF, ARD alle nur denselben Scheiß im Kopf haben. Die wollen nämlich Kohle machen. Denn wenn die Quote nicht mehr stimmt, dann interessiert auch das Talent nicht mehr. Dann ist mit Scheuß Voice ganz schnell Schluss. Und ob gekuschelt wird oder gemobbt, das interessiert doch keine Sau, weil's überall dieselbe verlogene Kacke ist, um die es geht. Jetzt kommen wir zu einer Band, die machen eine sehr ungewöhnliche Tour, gerade eine Non-Boozing-Tour, nennen sie das selber. Sie trinken nicht, ungefähr 150 Termine spielen sie jedes Jahr, das heißt, da wird sehr viel getrunken. Jetzt sind sie gerade auf einer 80 Termine umfassenden Europa-Tournee, kein Alkohol, so auch heute hier. Sie sind stocknüchtern, Royal Republic, ein sehr seltener Anblick. Meine sehr verehrten Damen und Herren, sie spielen von ihrem aktuellen Album, das ist dieses hier, meinen absoluten Lieblingssong, Everybody Wants to be an Astronaut. Bitteschön. Der Kurfürst des Blödelns, möchte ich sagen. Ja. Er ist sowas wie der Pate des Altherrenwitzes. Seit 5 Jahrzehnten frühstückt er 5 Gags ab. Und das macht er sehr, sehr gut. Ja. Wenn Frivolität eine Stimme hätte, sie würde seinen Namen singen. Hier ist Don Karl Dall. So schnell auf Ibiza. Gut, lass doch den Stuhl hier nach. Ist ja schön bei euch hier. Marvin Gilzer. Ja. Kennt ihr noch 65 einer? Ist Schluss, Frau Gilzer. Ja? Kennt ihr noch einer? Hat früher die Buchstaben umgedreht bei Glücksrad, ne? Stimmt, das warst du, ja. Gibt es manchmal den Effekt, dass zum Beispiel Marin Gilzer, da lacht jetzt so die Hälfte, ne? Weil die anderen einfach nicht mehr wissen, wer das ist. Gibt es so, dass einem die Fans wegsterben? Kennen Sie das? Ja. Ja, das ist ein Problem. Ich hatte ja, ich kannte ja sehr viele und die gibt's nicht mehr. Inge Meisel, Grete Weiser, die kennen die alle nicht mehr hier. Ja. Aber jetzt mal quasi das mal positiv formuliert, Sie können einfach schon jetzt auf eine lange Karriere zurückblicken. 50 Jahre, muss man eigentlich sagen, machen Sie das schon. Ja, eigentlich geht es ja, ich bin 71, sehe aber wesentlich jünger aus. Das stimmt. Ja, ja, absolut, Applaus. Nein, ein verdienter Applaus.
Ich war schon in Ostfriesland der Klassenkasper, also ich lebe davon seit 45 Jahren. Und das heißt? Aber ich bin, so weit bin ich eigentlich noch nicht runter, dass ich hier auftreten müsste. Dass das ein Gefallen ist, den Sie uns tun, das haben wir natürlich vermutet, weil wer muss hier schon herkommen. Aber haben Sie gemerkt, dass Sie lustiger sind als andere? War das eher so ein Notverhalten, weil andere Sachen nicht geklappt haben? Oder war das einfach tatsächlich ein Talent, was obendrauf kam? Ich bin in Ostfriesland geboren. Ja. Nicht weit daher. Darf ich als Älterer dir das Du anbieten? Ja, gerne. Okay. Absolut. Ich heiße Carla und du? Ich heiße Klausi. Claudi. Ja. Und du? Jopi. Jopi. Jopi? Jopi. Achso, okay. Ich bin ein Jopi. Ostfriesland ist ja so ein Pflaster. Ich bin in Emmen geboren, in der gleichen Stadt, wo Otto Walkes auch herkommt. Und der ist 7 Jahre jünger. Aber wir waren später in einer Klasse. Ach, das ist ja. Das ist gut. Und da braucht man das zum Überleben? Also ist das, weil ich, wie gesagt, ich komme aus Oldenburg, das ist ein bisschen die Ecke. Wir sind früher auf Oldenburgern zur Arbeit geritten. Man muss dazu sagen, dass, heute noch. Dass ganz die Oldenburger Pferde sind sehr bekannt. Ja, ich möchte, dass wir hier klappen. Dass das nun Ausgeführte etwas expliziter ist. Leichtgemütige Menschen sollten vielleicht nicht hinhören. Hier kommen Aufzeichnungen aus dem Kellerloch. Das ist auch für mich eine gute Prüfung, dass Leute wirklich jetzt nur wegen meiner Stimme sich hoffentlich umdrehen. Okay, also ich musste dann schon draufdrücken. Machen wir uns nichts vor, Fernsehen ist die unmenschlichste Scheiße, die es auf diesem Planeten gibt. Erst recht dann, wenn uns vorgegaukelt wird, dass es um Talente geht und um Stars und Sternchen, die erkoren werden sollen. Auf irgendeiner Plattform, die sich Castingshow nennt. RTL hat es 10 Jahre lang vorgemacht. In Zeitlupe immer wieder auf und ab gezeigt, wie diese Mindertalente plärren und tanzen und sich lächerlich machen und abgeurteilt werden. Irgendwann aber sind wir schrecklich moralisch geworden und haben dem Bohlen vorgeworfen, der doch eigentlich der Ehrlichste war, weil er die Haltung der Industrie verkörpert hat. Er sei ein Arschloch, er wäre ungerecht. So dürfe man Menschen nicht vorführen. Und da ist ProSieben in die Bresche gesprungen und sagt, das ist uns alles ein bisschen zu kalt und zu grausam. Wir wollen mehr Menschlichkeit. Wir haben auch Joko und Klaas im Portfolio. Also holen wir noch ein paar andere Halbdebile wie Nena und Xavier Naidoo und Hossboss Boschoss. Es wurde sogar in The Voice getan, als würde man unterscheiden können, rückwärts zu den Talenten sitzend, ob sie gerade singen oder furzen. Aber natürlich hab ich's nicht geglaubt, weil ich wusste, dass ProSieben, RTL, Sat1, ZDF, ARD alle nur denselben Scheiß im Kopf haben. Die wollen nämlich Kohle machen. Denn wenn die Quote nicht mehr stimmt, dann interessiert auch das Talent nicht mehr. Dann ist mit Choice Voice ganz schnell Schluss. Und ob gekuschelt wird oder gemobbt, das interessiert doch keine Sau. Weil's überall dieselbe verlogene Kacke ist, um die es geht. Jetzt kommen wir zu einer Band, die machen eine sehr ungewöhnliche Tour, gerade eine Non-Boozing-Tour, nennen sie das selber. Sie trinken nicht, ungefähr 150 Termine spielen sie jedes Jahr, das heißt, da wird sehr viel getrunken. Jetzt sind sie gerade auf einer 80 Termine umfassenden Europa-Tournee, kein Alkohol, so auch heute hier. Sie sind stocknüchtern, Royal Republic, ein sehr seltener Anblick. Meine sehr verehrten Damen und Herren, sie spielen von ihrem aktuellen Album, das ist dieses hier, meinen absoluten Lieblingssong, Everybody Wants to be an Astronaut. Bitteschön. Das Mikro, lass ich mir gerade sagen. Aber wie bereitet man sich denn darauf vor? Hast du dann tatsächlich einfach tausende Bücher gelesen oder ist es nicht vielleicht auch leichter, sich einfach am Set vom Chef anbrüllen zu lassen, einfach, wenn es falsch ist? Also das gehört zur Vorbereitung dazu, dass ich natürlich viel Material vorher studiert habe. Dazu gehört auch, dass ich auf Schloss Tegel war, wo man das selbst Schloss Langeweile genannt. Also sein Geburtsort, wo er groß geworden ist und aufgewachsen ist. Aber irgendwann, weil es ja so viel Literatur gibt, habe ich mir natürlich irgendwann gesagt, stopp.
Jetzt reicht's. Man kann nicht alles lesen und schafft es auch nicht und vor allem nicht in der kurzen Zeit. Das heißt, ich habe mir dann versucht, so ein bestimmtes Arsenal an Repertoire, an Ideen aus der Lektüre zusammenzuschaffen und der Rest passiert dann auf dem Set. Und dann geht ihr hin und macht das. Ich glaube, es gab noch gar keine richtige deutsche Produktion in 3D vorher, oder? Pina, also das war aber ja die Dokumentation von Wim und dann gab es einen Kinderfilm, aber letztendlich ist der echte real gedrehte und das was besonders halt im Dschungel, also im Amazonasgebiet da letztendlich. Hat das aber für mich Sinn gemacht, wenn man sagt, man hat so einen Mehrwert im Kino, weil man so begehbare Bilder hat. Das fand ich einfach super. Wo wart ihr da in Ecuador? Wir waren in Coca. Koka. Ja, an der Grenze zu Kolumbien war viel Koks da auch. Ne? Natürlich. Ja, lag auch, es wurde gedealt. Lag da auf der Straße. Doch. Ja, einmal war es auf der Straße gelegen, ja. Man hatte dann doch. Wie verhält man sich da? Der Itziak hatte da schon mal gedreht mit Meg Ryan und Russell Crowe und damals hatten die immer Angst vor Entführung. Wir nicht. Wir nicht. Habt ihr dieses Ayahuasca-Zeug mal angeboten bekommen? Da warst du ja auch. Ja, oder? Ja, ich war da auch. Ja, ja, ja. Er hat's genommen. Hast du? Ja. Wirklich? Und bist ja. Du jetzt mir verrückt? Das verwehrt. Warst du? Du warst doch feige. Ich war nicht feige. Dieser Medizinmann kam an und hat gesagt, du bist noch nicht so weit. Und ich fahr wieder nach Hause. Ich muss das überzeugen, er durfte nicht. Er durfte nicht. Ja, ja. Und ich habe aber, er hat Spanisch mit mir gesprochen. Ich habe kein Wort verstanden. Ich so, si. Und hab dann in dem Moment aber abgelehnt, dass ich es halt nicht nehmen möchte. Und das war mir aber nicht bewusst. Aber weil du Angst hattest. Ja, ich meine, du wusstest wahrscheinlich nicht, worauf du dich einlässt. Also zumindest hatte ich keinen Spanier, den ich nicht verstanden habe. Das finde ich ja krass, dass du hingehst und nicht weißt, was du nimmst. Also ich hab mich aber schon... erklärt doch mal ganz kurz, was eigentlich ist. Ja, Ayahuasca ist, das ist so aus so einem Baumrinden-LSD. Das wird aus der Baumrinde geschürft, das wird aufgekocht mit tausend anderen Sachen und dann nimmt man das. Das ist so eine eklige, braune, erdige Flüssigkeit, ne? Ja. Und die schluckst du und dann ist Karneval. Nö. Ich hab's ja nicht genommen. Aber erzähl mal, das interessiert mich jetzt tatsächlich. Also das ist ja spannend. Ja. Hier kannst du wir haben es nach 22 Uhr, du musst mehr in die Keule springen. Oh, verstehe, ja. Alles klar. Das sind schon feine Bilder, die man da sieht. Das heißt immer, das sagen die ganzen Indianer, dass man sein für sich bestimmtes Tier, also wenn man als Tier leben würde, sieht in dieser Session. Und was bist du für eins? Wolf. Ah ja. Ja. In Ecuador. Also zumindest habe ich Wölfe gesehen, bitte? In Ecuador. Ich nichts abbekommen. Ja, nochmal ein paar Eckdaten jetzt für alle, die sich das gerne anschauen möchten. Ja, ich bin jetzt noch die ganze Woche hier in Berlin. Das sieht man aber auch woanders, aber ich gehe auch durch Großdeutschland. Und hier bin ich noch bis zum 31. im Admiralspalast. Aber es wird eng. Hast du gerade gesagt, du gehst noch durch Großdeutschland? Ja, ich fahre noch nach Westdeutschland. Ach so. Ja, in Stuttgart und dann bin ich auch irgendwann im Ausland, in Bayern. Ja. Also wir machen richtig eine große Tour. Ja, so 100 Tage in 3 Wochen. Ja, okay. Ja. Das ist einiges, ja. Einiges auf dem Programm da, ne? Ja. Wenn man jetzt, ich kann mich... Ich setze mich ja nicht selbstgefällig in irgendein Fernsehstudio und stelle dumme Fragen. Ich bin ja noch aktiv. Ich gehe noch raus, ja. Ich kann es total verstehen. Sagen Sie, wem... Also, oder wer aus Ihrer Familie schämt es kommt sich... kommt langsam. Ich probiere halt, das nicht ganz so unfreundlich zu formulieren, aber wer aus Ihrer Familie schämt sich am meisten für Sie? Nein. Meine Geschwister, die fahren voll auf mich ab. Mein Bruder ist 3 Jahre älter, der war Professor. Okay, der war mal sauer, dass ich im Fernsehen gesagt habe, dass er bei seiner Abiturfeier in seine Schuhe reingekotzt hat. Aber ich erzähle nur Tatsachen, ja. Und meine älteste Schwester, die ist Ende 70, das ist der absolute Fan von mir. Was meinst du, warum die Hallen bei mir so voll sind? Die Familie kommt. Ja? Nein, es schämt sich keiner für mich. Wenn man jetzt so zurückschaut, gab es dann... Ja, genau. Apropos Blödelbade, ne? So, da wären wir auch schon wieder, ne? Wenn ich das jetzt 10-mal machen würde, in 10 Wochen hintereinander, wäre ich auch wieder ein Blödelbade, ne? Ja, also aber vielleicht... du bist auf einem guten Weg. Ja, danke schön. Ich freue mich sehr. Zum Beispiel Rudi Carrell, der hat das ja sehr anders angegangen, ne? Der war ja ein sehr akribischer Vorbereiter. Du hast ja eher so sich so rein improvisiert in deine Fernsehkarriere. Ja. Und bist dann auch schon mal aneinander gerasselt mit Rudi Carrell, hört man, ne? Gab es da mal richtig Ärger? Ich bin so oft bei dem gewesen und bin dann in seinem Haus eingeschlafen, weil ich nicht mehr Auto fahren konnte. Und dann hat man irgendwann gemerkt, dass er so ein akribischer Arbeiter ist und ich mache das ja mehr aus dem Ärmel so. Deswegen kann es auch sein, dass wir auch Krach bekommen. Ja, dann heißt du Rudi. Ja? Ja.
Du bist nämlich gut vorbereitet, aber du musst es auch rüberbringen. Du musst es rüberbringen. Ja, absolut, ja, okay. Über die Straße am besten oder irgendwo hin. Genau, so ähnlich wie eigentlich der Pickup-Artist, ne? Es reicht nicht, wenn man nur die Technik drauf hat, es reicht nicht, wenn man die Steine hat, man muss auch damit werfen können, ne? So ist es. Oder? So. Nein, also ich habe eine Generalamnestie gemacht für alle Kollegen, die sich von mir, die noch leben und nicht mehr leben, die sich von mir angeschissen fühlen. Ich habe allen verziehen. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Wir sagen herzlichen Dank und der Opa, ja? Das Theater im Dschungel, also im Amazonasgebiet da letztendlich. Hat es aber für mich Sinn gemacht, wenn man sagt, man hat so einen Mehrwert im Kino, weil man so begehbare Bilder hat. Das fand ich einfach super. Wo wart ihr da in Ecuador? Wir waren in Cuca. Cuca? Ja, an der Grenze zu Kolumbien war viel Koks da auch. Ne? Natürlich. Ja, lag auch. Es wurde gedealt. Lag da auf der Straße. Doch. Ja, wirklich? Einmal war es auf der Straße gelegen, ja. Man hatte dann doch. Wie verhält man sich da? Der Itzhak hatte da schon mal gedreht mit Meg Ryan und Russell Crowe. Und damals hatten die immer Angst vor Entführung. Wir nicht. Wir nicht. Habt ihr dieses Ayahuasca-Zeug mal angeboten bekommen? Da warst du ja auch. Ja, oder? Ja, ich war da auch. Ja, ja, ja. Er hat es genommen. Hast du? Ja. Wirklich? Ja. Und bist du jetzt verrückt? Mir wurde es verwehrt. Ach, warst du? Du warst doch feige. Ich war nicht feige. Dieser Medizinmann kam an und hat gesagt, du bist noch nicht so weit. Und ich fahr wieder nach Hause. Franz, ich muss das bezeugen. Er durfte nicht. Das Karma gespürt. Ja, ja. Und ich habe aber, er hat Spanisch mit mir gesprochen. Ich habe kein Wort verstanden. Ich so, si. Und hab dann in dem Moment aber abgelehnt, dass ich es halt nicht nehmen möchte. Und das war mir aber nicht bewusst. Aber weil du Angst hattest. Ja, ich meine, du wusstest wahrscheinlich nicht, worauf du dich einlässt. Also zumindest hatte ich keinen Spanier, den ich nicht verstanden habe. Das finde ich ja krass, dass du hingehst und nicht weißt, was du nimmst. Also ich hab mich aber schon... erklärt doch mal ganz kurz, was eigentlich ist. Ja, Ayahuasca ist so aus so einem Baumrinden-LSD. Das wird aus der Baumrinde geschürft, das wird aufgekocht mit tausend anderen Sachen und dann nimmt man das. Das ist so eine eklige, braune, erdige Flüssigkeit, ne? Ja. Und die schluckst du und dann ist Karneval. Nö, nicht. Ich hab's ja nicht genommen. Aber erzähl mal, das interessiert mich jetzt tatsächlich. Also das ist ja spannend. Ja. Hier kannst du wir haben es nach 22 Uhr, du musst mehr in die Keule springen. Oh, verstehe, ja, alles klar. Das sind schon feine Bilder, die man da sieht. Es heißt immer, das sagen die ganzen Indianer, dass man sein für sich bestimmtes Tier, also wenn man als Tier leben würde, sieht in dieser Session. Und was bist du für eins? Wolf. Ah ja. Ja. In Ecuador. Also zumindest habe ich Wölfe gesehen, bitte? In Ecuador ein Wolf. Ja. In Ecuador ein Wolf. Ah, ja. Why not, meine Güte. Warum denn nicht? In Klasse, was wärst du? Aber Igel. Ich wäre wahrscheinlich Mad-Eagle-mäßig. Mad-Eagle wäre ich. Ja. Aber ist das dann nicht absurd? Ich meine, kommst du dann am Set an nächsten Morgen und sagst, du, heute bin ich nicht gut drauf, ich habe einen leichten Kater, ich habe gestern was genommen? Oder? Ja, ich habe mir schon Mühe gegeben, das nicht während des Drehs zu machen. Ich habe das dann im Nachhinein gemacht. Mühe gegeben. Naja, es war nach Drehschluss. Also am Ende des Drehs, nachdem alle abgereist sind, habe ich noch 10 Tage allein im Dschungel verbracht. Und fantasiert. Über die Wölfe. Einfach ein bisschen runterkommen. Und die Mad-Eagle. Einfach ein bisschen runterkommen, 10 Tage und dann war alles wieder gut. Reisen bildet. Darum geht das ja. Letztendlich, das ist schon eine Bildungsreise, letztendlich dann auch immer. Die Vermessung der Welt ab heute in den Kinos. Du bist zu sehen, du hast Regie geführt. Ich denke, man sollte reingehen. Sofort, wenn die Sendung vorbei ist. Es ist auf jeden Fall besonders. Außerdem ist es Albrechts erste große Rolle. Erste Talkshow hier. Heute. Erste Talkshow, ne? Allerdings, ja. Sehr gut geschlagen. Also, da muss ich sagen, meine erste Sendung war beschissener. Na, sehr gut. Albrecht, Detlef, lieben Dank, die Vermessung der Welt. Ab heute im Kino. Ich hab's auch gesagt. Das ist irgendwie in so Schubladen zu stecken und zu sagen, das ist irgendwie dieser Humor, das ist der Humor. Was würden Sie oder du, würdest du denn jetzt sagen, wie würdest du deinen eigenen Humor beschreiben? Einmalig. Ich habe ja schon aufgehört und gedacht, dass irgendeiner mal meine Lücke ausfüllt. Das mache ich jetzt wieder selbst. Ja? Ich stehe wieder auf der Bühne als Karl Dahl der Opa. Ja. Dafür, da wollen wir doch drüber reden, nicht? Ja, da können wir gerne drüber reden. Wir können uns einen Ausschnitt anschauen. Wenn ich schon mit 12 angefangen hätte, dann könntest du auch einen Enkel. Wie alt bist du? Ich bin 29. 29 plus 12, das sind... Was, 29 plus 12, wie viele das sind? 41. Ja, und dann noch mal 12... Nochmal weil der Enkel bist. 50? Ja. Ja. Habe ich also sehr spät haben bei mir die Besamungen eigentlich stattgefunden. Das freut mich, ja. Also offensichtlich erfolgreicher als der Pickup-Artist Devil, ja. Karl Dahl, früher ohne Sprüche, im Einkaufszentrum viele Besamungen arrangiert, ne? Kann man sagen. Gut, wir haben gerade schon ein bisschen drüber gesprochen. Du hast angesprochen, der Opa, so heißt das Theaterstück, ja. Momentan gerade auf der Bühne. Und da können wir tatsächlich mal reinschauen. Das war der Tag, an dem mir klar war, wo ich stand in der Gesellschaft. Opa. Opa bleiben für immer. Als ich 8 war,
hatte ich einen schlimmen Unfall mit meinem Schlitten. Ich bin den Berg runtergerodelt, konnte nicht mehr abbremsen und auf der Landstraße gelandet. Dort hat mich ein Lieferwagenfahrer erwischt. Ja, ich kann mich nur daran erinnern, dass ich 8 oder 9 Knochenbrüche hatte. Zum Glück hat mein Gesicht nichts abbekommen. Ja, nochmal ein paar Eckdaten jetzt für alle, die sich das gerne anschauen möchten. Ja, ich bin jetzt noch die ganze Woche hier in Berlin. Das sieht man aber auch woanders, aber ich gehe auch durch Großdeutschland. Und hier bin ich noch bis zum 31. im Admiralspalast. Aber es wird eng. Hast du gerade gesagt, du gehst noch durch Großdeutschland? Ja, ich fahre noch nach Westdeutschland. Ach so. Ja, in Stuttgart. Und dann bin ich auch irgendwann im Ausland, in Bayern. Ja. Also wir machen richtig eine große Tour. Ja. Ja, so 100 Tage in 3 Wochen. Ja, okay. Ja. Das ist einiges, ja. Einiges auf dem Programm da, ne? Ja. Wenn man jetzt, ich setze mich ja nicht selbstgefällig in irgendein Fernsehstudio und stelle dumme Fragen. Ich bin ja noch aktiv. Ich gehe noch raus, ja. Ich kann es total verstehen. Sagen Sie, wer aus Ihrer Familie schämt sich? Es kommt langsam. Ja. Ich probiere halt, das nicht ganz so unfreundlich zu formulieren, aber wer aus Ihrer Familie schämt sich am meisten für Sie? Nein, meine Geschwister, die fahren voll auf mich ab. Mein Bruder ist 3 Jahre älter, der war Professor.